Hallo meine lieben Freunde, heute habe ich mal wieder was sehr Schönes für euch. Ich sitze in meinem Garten, Vorgarten, um genau zu sein. Aber es wird kein Vorgarten-Video, sondern heute gibt es mal wieder eine schöne Pfeife, die ich euch vorstellen möchte. Die Buddy Pipes ist eine Firma, die ich nicht kannte. Ich wurde von einem meiner lieben Zuschauer darauf hingewiesen, als ich die Found Zeppelin vorgestellt habe. Ihr erinnert euch, das war dieses Ding hier. Der hat da drunter kommentiert, hey, wenn du das cool fandest, schau dir doch mal die Buddy Pipes Pfeifen an. Und das habe ich getan. Und ich habe die Firma angeschrieben oder das Pärchen angeschrieben und gesagt, hey, da darf ich von euch was zeigen. Ihr habt was ziemlich Einmaliges oder etwas, was eben heraussticht aus der Masse. Und das würde ich halt gerne auf meinem Kanal zeigen, weil der sehr vielfältig sein soll und habt ihr da Bock drauf? Und die haben sofort reagiert und fanden das sofort cool und haben mir eine ihrer Zigarrenpfeifen zugeschickt. Und zwar dieses schöne Stück hier. Ihr seht auch im direkten Vergleich zur Found Zeppelin, es ist sehr viel zigarriger. Es erinnert noch mehr an eine wirkliche Zigarre. Und ich kann euch nochmal ein bisschen näher an das Prachtstück heranholen. Schönes getigertes Mundstück, breit und flach, so wie ich es mag. Hier vorne kommt der Tabak reingestopft und hier drin sieht man jetzt, ist ein Edelstahlrohr eingearbeitet, was eben die Langlebigkeit von der Pfeife dramatisch verlängert. Was man jetzt nicht sieht ist, hier sieht man es vielleicht so ein bisschen, in der Brennkammer drin sind irgendwie kleben total viel Haare. Ich weiß nicht so ganz warum. Ich wurde gebeten, kritisch zu sein, und das bin ich. Das ist ein bisschen ein Upturner. Also, wenn ich eine brandneue Pfeife kaufe und da kleben Haare drin. Das geht nicht. Hätte ich die jetzt kaufen müssen, hätte ich die wahrscheinlich zurückgeschickt und gesagt, bitte schickt mir eine saubere. Das darf, finde ich, nicht sein. Das ist was, was ich mir in den Mund stecke. Das sollte irgendwie sauber sein, finde ich. Aber gut. Es wird folgendermaßen, besprechen wir noch kurz das Mundstück. Das sitzt sehr gut, nicht zu fest. Das ist ein schönes, klassisches, kurzes, breites Mundstück. Faunfilter optimal. Und hier habt ihr so einen richtigen Plopp. Hört ihr dieses richtige Klicken? Hört ihr vielleicht nicht, aber der sitzt sehr gut. Der Filter sitzt sehr gut. Hier kommen wir zum zweiten Punkt, den ich nicht so ganz verstehe, ist, diese Ringe hier, die sind lose. Die sind nur so drauf gesteckt. Halten zwar, aber ich hätte die, ehrlich gesagt, verklebt mit so einem 2K-Kleber. Die Pfeife muss aufgeschraubt werden. Ja? Also nicht ziehen wie ein Blöder, sondern wirklich, das ist ein langes Schraubgewinde mit Loch. Sehr schön verarbeitet. Aber auch hier auch hier
in dem Röhrchen drin kleben halt irgendwelche Sachen. Also da, wenn man da mal kurz durchgeputzt hätte mit dem Reiniger, wäre das vielleicht schon sogar schon verschwunden gewesen. Insofern, das würde ich dann schon machen. Und auch dieser Ring ist hier nur aufgesteckt. Ich bin mir nicht sicher, warum das nicht verklebt ist. Hat das einen Sinn? Keine Ahnung. Ich hätte es lieber verklebt. Aber gut. Schrauben wir das mal wieder zusammen. Filter, habt ihr gerade gesehen, ist drin. Diese Kette hier, die kann sich drehen. Was ich ein cooles Feature finde irgendwie. Ja. Ich habe die netten Herrschaften angeschrieben und gefragt, gibt es denn was, worauf ich achten muss? Gibt es irgendwas, worauf ich ganz besonders gucken soll bei dem Gerät? Und es hieß, sie hätten die Erfahrung wohl gemacht, dass relativ grober Tabak da schöner funktioniert. Deswegen werde ich das jetzt mal machen. Nochmal ein kurzer Schluck. So. Und zwar rauchen wir heute den Double H Burley Flake. Das ist ja eh einer meiner Lieblingstabake. Und der ist eben relativ grob. Ist ein Ready Wrapped, ja, noch fast sogar Broken Flake. Aber das werden wir jetzt mal machen. Den werden wir jetzt einfach mal vorne in die Pfeife einbringen. Nehmen wir mal nicht so viel auf einmal. Einfach vorne in die Pfeife rein. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Stopfer. Der darf nicht zu dick sein. Der hier, mein selbstgemachter Hornstopfer mit der Schraube, der passt wie angegossen hier vorne rein. Zufällig. Deshalb, ja, ich werde jetzt mal was reinstopfen. Das stopft man wie eine normale Pfeife, nur dass halt der Durchmesser der Brennkammer so ein bisschen geringer ist. Nicht zu fest. Kurzer Zugtest und ihr seht, klappt ganz einfach. Riesen Vorteil von diesem Ding im Vergleich zu dem. Ich finde, man kann es auch nicht ganz vergleichen. Das System ist ja ein anderes, aber ja. Der Vorteil hier ist halt der, dass man zum Nachstopfen nichts aufschrauben muss. Man kann einfach vorne nachstopfen. Finde ich natürlich angenehmer, ist ja klar. Schauen wir mal. Die Jungfernzündung. Fällt was raus? Nein. Ah, dieser Tabak. Ich tausche 4 Häuser gegen ein Hotel. Ich habe das jetzt zwar nur ein paar Sekunden geraucht, aber ich muss jetzt schon sagen, raucht sich richtig gut. Bisher angenehm, kühl. Brennt gut ab. Kann man überhaupt nichts sagen. Ich werde noch mal kurz nachzünden und nachstopfen. Das Ding davon. Lenken.
Die denken sich auch, was ist denn das für ein Honk da im Garten? So. Ich rauche das Schmuckstück jetzt ungefähr seit 20 Minuten. Was ich sagen muss, ist, es brennt affengeil ab. Ich habe einmal kurz nachzünden müssen, einfach bloß, weil ich telefonieren musste zwischendrin. Da ging sie einmal kurz aus. Ansonsten, es ist ein super Zug, super Abbrand. Also da kann man nicht meckern. Das macht richtig Spaß. Das ist das Zigarrenfeeling. Aber was mir persönlich halt nicht gefällt an der Zigarre, das ist dieses Vergängliche. Ja. Hier stopfe ich meinen Tabak rein und dieses schöne Ding hier bleibt mir danach. Ja. Es ist wirklich toll. Macht richtig viel Spaß, dieses Ding zu rauchen. Schmeckt ganz hervorragend. Die Pfeife selbst ist völlig geschmacksneutral. Jetzt ist es soweit. Was für ein Spaß. Und ja, das Ganze ist ein Familienunternehmen, die Buddy Pipes. Ich verlinke es natürlich unterm Video. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken. Familienunternehmen, es ist ja ein Konstrukt, was mich halt kriegt, weil ich das halt einfach toll finde. Jemand hat Pfeifenleidenschaft und lebt es mit der Familie, lebt es aus, finde ich klasse. Hält sich auch echt gut im Mund, durch dieses breite Mundstück. Also ich muss wirklich sagen, ist das was ich jetzt jeden Tag rauchen werde? Nein. Ja, aber nicht, weil es irgendwie sich nicht gut rauchen lässt oder so, sondern weil ich halt klassischer Pfeifenfan bin ich wahnsinnig froh, das in meiner Sammlung zu haben, weil es wirklich Spaß macht und ein super Rauchvergnügen ist, ja, definitiv. Da, wo die Faun Zeppelin eben nur so eine Spielerei war, die ich halt einfach in der Sammlung haben wollte, da ist das hier aber schon eine Zigarrenpfeife, die ich mir wirklich vorstellen könnte, relativ regelmäßig zumindest zu rauchen. Ich würde trotzdem eine normale Pfeife bevorzugen, für jeden Tag jetzt. Aber hier kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich die regelmäßig rausnehme. Die raucht sich nämlich echt toll. Es ist nicht nur ein schöner Blickfang. Ich meine, eine Pfeife für sich ist ja schon Rarität und Blickfang genug eigentlich. Aber das ist nochmal so eine Schippe drauf. Wer das Zigarrenfeeling mag, ist natürlich schwerer wie eine normale Zigarre, ist ja klar. Raucht sich aber ganz, ganz toll. Sie wird nicht besonders heiß. Die ist jetzt ganz, ganz leicht warm. So wie es halt ist. Und durch dieses Edelstahlrohr dort drin, ich glaube, dass das eine wirklich gute Idee war, weil die ist halt sehr dünnwandig. Weil sonst würde man ja so einen Klotz machen müssen, den man dann so in der Hand hat, wie so ein Kingpin. Nee, das wäre jetzt nichts. Das ist genau eine schöne Lösung. Ihr kriegt halt wahrscheinlich durch diese Edelstahlröhre
dann kriegt ihr den klassischen Cake nicht zustande, weil der ja zum Teil eben durch dieses verrußte Holz zustande kommt und die Tabakreste. Das kommt hier wahrscheinlich eher weniger zustande. Ist es schlimm? Nö, wahrscheinlich nicht. Weil, ganz ehrlich, ich persönlich gebe sowieso nicht so viel auf den Cake. Das ist nicht dieses magische Allheilmittel, was euch viele immer bei... Oder was heißt viele? Was ich halt schon gehört habe, dass dieser heilige Cake, und der muss gepflegt und gehegt werden, sehe ich ein bisschen weniger streng. Cake ist schön und gut, aber wenn keiner da ist, dann ist halt keiner da. Deshalb schmeckt mir der Tabak auch nicht viel schlechter. Ja. Was soll ich noch sagen? Es gibt so ein paar Sachen, die mich gewundert haben. Warum sind diese Ringe nicht verklebt und diese Haare da vorne drin? Ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber gut, ich habe die schnell rausgebrannt mit dem Feuerzeug und fertig aus. Dann war der Drops gelutscht und man konnte stopfen und rauchen und Vergnügen haben. Diese drehende Kette, die Idee finde ich cool. Auch wenn ich persönlich eher Minimalist bin, das heißt, ich hätte es fast schöner gefunden, hier nur einen Metallring zu haben. Aber gut, das ist reine Geschmackssache. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das irgendwie schlecht ist oder so. Oder keine coole Idee wäre oder so. Die Idee finde ich cool. Es gibt auch minimalistischere Modelle. Schaut euch da mal um. Es lohnt sich bestimmt. Rauchen tut sie sich ganz hervorragend, wie gesagt. Und dadurch, dass halt diese Ringe nicht verklebt sind, wirkt das Ganze unnötigerweise ein bisschen billig. Weil wenn du das auseinanderschraubst und sofort 3-4 Teile in der Hand hast, die nicht nötig wären, ja, ich finde, dadurch wirkt es so ein klein wenig so zusammengestöpselt. Aber das wäre nicht nötig, meiner Meinung nach. Stört es wirklich? Nein, es stört nicht. Ja, man kann trotzdem das Ding super rauchen. Ich habe viel Spaß damit. Werde auch jetzt noch weiterhin viel Spaß haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, so experimentelle Pfeifen sind was für euch. Mal wieder ein schönes Pfeifenvideo. Das nächste Video wird kein Pfeifenvideo sein, das sage ich euch jetzt schon. Ich habe wieder was Neues, Schönes für euch. Die Buddy Pipes, schaut mal vorbei. Wie gesagt, der Link natürlich unterm Video zu finden. Und nein, ich bekomme kein Geld dafür, dieses Ding hier zu bewerben. Das ist nur, darf ich das machen? Könntet ihr euch das vorstellen? Ja, cool, mach mal, finden wir cool, hier ist die Pfeife. Nicht mehr, nicht weniger ist passiert. Und ich bereue es nicht, ich habe viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Das nächste Mal wird sehr, sehr schnell kommen. Ich habe jetzt viele Projekte vor, an denen ich euch teilhaben lassen will. Bis zum nächsten Mal.